Naja, der LKW rutscht ab, fällt da rein, Menschenleben, Gefahr, kann man sich alles ausmalen. Ne? Vor allen Dingen, weil wir auch hier einen gewissen Abstand nach unten haben, ungefähr 2 Meter. Also wenn dann da so ein 40-Tonner runterfällt, ist Feierabend. Ne? Eine Patrouille mit Aufklärungsfahrzeugen vom Typ Fennec und Gefechtsfahrzeugen vom Typ Eagle verlässt den deutschen Außenposten Opinors. Auf der sogenannten Pluto geht es nach Norden, das Ziel die Ortschaft Shahar Shambetape im Norden der Provinz Baglan. In den letzten Tagen hat es so heftig geregnet wie schon lange nicht mehr. Der Fluss Baglan ist an vielen Stellen über die Ufer getreten und auf den Feldern steht noch immer das Wasser. Die Patrouille hält an einer Baustelle, ein Projekt der Soldaten für zivil-militärische Zusammenarbeit, kurz SIMIC. Also wir haben es eigentlich durch Zufall entdeckt. Wir sind im Rahmen einer Patrouille hier vorbeigekommen, haben gesehen, dass die Pluto, die Asphaltdecke, schon fast unterspült wurde durch das ganze Wasser, was jetzt hier gerade runterkommt. Und haben dann im Zuge der Patrouille dann zum Schluss ausgewertet und haben eigentlich zügig reagieren müssen, weil die Straße ja auch hier Hauptabmarschrichtung zwischen Baglan und Kunduz ist. Haben dann zügig mit Deutschland telefoniert, mit dem Einsatzführungskommando und wurden uns Gelder zugesichert, weil es operativ notwendig ist, dass wir hier diese Straße nutzen und auch viele afghanische Einwohner hier langfahren, und haben dann sofort mit einem ortsansässigen Kontraktor Verbindung aufgenommen, haben dann die Idee entwickelt mit Heskos von uns und er besorgt die Steine. Ortsansässige Arbeiter füllen die jetzt hier und wir haben auch schon verdammt Glück gehabt. Das nächste Hochwasser ist gekommen, die Wand stand zum Teil schon und hat dann größeren Schaden erstmal weggenommen. Die Gefahr ist allerdings noch nicht gebannt. Aufgrund der langen und heftigen Regenfälle rauscht das Wasser noch immer mit hoher Geschwindigkeit ins Tal, reißt dabei Schlamm und Steine mit und trifft genau hier in einem 90-Grad-Winkel auf die Straße im Tal. Die erste Mauer aus sogenannten Hesco-Containern, Gitterboxen aus Metall, die normalerweise zum Bau von Feldlagern benutzt werden, wird gerade mit einer zweiten Mauer verstärkt. Die schnelle Reparatur der Straße ist sowohl für die Soldaten als auch für die Bevölkerung enorm wichtig. Also wir haben hier die Hauptverbindung von Kunduz quasi nach Mess rüber. Ja, wir fahren hier durch Baglan durch, runter nach Richtung Polikumri, dort Haibetri-Angel und dann geht es auf der Uranus hoch nach Mess. Das sind hier die Hauptverbindungsrouten innerhalb Afghanistans. Vor Ort bespricht der Hauptfeldwebel vom SIMIC-Trupp mit dem afghanischen Bauunternehmer, was noch alles getan werden muss. Das erste Problem ist noch nicht behoben, da zeichnet sich schon die nächste Herausforderung ab. Also wir haben jetzt erstmal hier den schlimmsten Schaden abwenden können. Es wird jetzt noch mit einer Hesco-Wall gebaut in Richtung Osten rüber, um das Wasser da auch noch von der anderen Seite hier abzuschirmen. Haben aber gerade schon im hinteren nördlichen Bereich schon wieder eine neue Stelle gesehen, die nahezu auch schon wieder ähnlich angespült ist oder unterspült ist wie hier vorne. Dort müssen wir in 3-4 Tagen, wenn das Hochwasser ein bisschen abnimmt, sofort auch wieder tätig werden, um dort auch den Einsturz oder die Unterspülung zu verhindern. Dank der schnellen Reaktion der SIMIC-Soldaten fahren weiter Autos auf der Pluto, zivile wie militärische. Der nächste Termin für die Patrouille steht aber schon fest. Der ist bei der Provinzregierung, die nun dafür sorgen muss, dass die Straße so repariert wird, dass die nächste Flut keinen Schaden mehr anrichten kann.